Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Silvia und Chris Womotraum. Wir sind unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern, hier in der Feldberger Seenlandschaft und ganz in der Nähe des kleinen Ortes Feldberg sind wir ganz speziell im Naturschutzgebiet Heilige Hallen. Heilige Hallen, was ist das? Ja, hier findet man den ältesten Buchenbestand in ganz Deutschland. 300 bis 350 Jahre alt sind die ältesten Buchen hier. 50 Meter hoch ragen sie in den Himmel. Und ja, wie man sieht, 300 bis 350 Jahre, das ist dann auch schon das natürliche Alter einer Buche. Viele von diesen alten Methusalems stürzen zusammen, werden von Pilzen, Insekten und Bakterien wieder zurückversetzt in den Naturkreislauf, zerfallen langsam.